Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück beim Ochi, der zockt bei GTA 4. So, ich bin hier gerade im Pausescreen, weil hier der Little Jacob, der wollte uns gerade anrufen, da hören wir direkt mal rein, was er zu sagen hat. Lego, it's me, Jacob. Hi. Let's go play some Dart spielen. Haben wir an sich schon gemacht, aber ich habe jetzt schon 1 Million Mal gesagt, auch die letzten Male schon, dass wir mit Little Jacob was machen müssen. Und daher, wir machen das mal. Und dann machen wir die Mission. Versprochen. Aber wir müssen uns mit ihm ein kleines bisschen gut stellen. Jip. Also mehr, als wir das sowieso schon machen, natürlich. So, mal gucken, was die Karre hier kann. Das ist auf jeden Fall ein Hecktriebler. Das kann man schon mal feststellen. Der schwimmt ja auch so ein kleines bisschen. Hat sehr weiche Federungen, wie es aussieht. Ist relativ schwer. Er gibt relativ behäbig Gas. Der Motor, der klingt eigentlich, als hätte er ein paar Liter unter der Motorhaube. Aber entsprechend viel muss auch bewegt werden. Ja. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. So, wo müssen wir denn hier? Ja, ist ein kleines bisschen schwierig. Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Wir müssen unsere Geschäftskontakte kultivieren. Ich komme überhaupt nicht um die Ecke. Hätte ich auch meinen Anzug anziehen sollen, oder? Müssen wir bei Gelegenheit mal machen. Boah, es ist hier schon ziemlich kritisch. Kommen wir ja kaum hoch hier, die Brücke. Nee. Ja, aber eben drum. Ich weiß nicht, wie das war mit dem Jacob. Ob wir irgendwie über eine Mission früher oder später an die Knarrengeschäfte kommen, wenn das denn überhaupt so war. Aber ich meine, es war so. Oder warum haben die jetzt so spontan darüber gezogen? Beide gleichzeitig, ich weiß nicht. Ja, oder ob wir halt einfach mit ihm ausgehen müssen. Aber wir können es ja einfach mal probieren. Ich erinnere mich, wir haben auch schon Daumen runter gekriegt vom Jacob, als wir mit dem Mr. Paper da irgendwie zusammengearbeitet haben, ne? Es könnte halt sein, dass er nicht so damit einverstanden ist, aus mir unerfindlichen Gründen, dass wir mit den Bullen zusammenarbeiten. Kann ich irgendwo verstehen. Oder es hatte irgendwelche anderen Gründe, aber eben, wir haben mal einen Daumen runter gekriegt, von daher müssen wir da dem ein bisschen entgegenarbeiten. Ja. Gut, die Gegend wird langsam ranzig. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Sind wir dann in der richtigen Gegend? Hallöchen, Khan Pro 38. Herzlich willkommen im Stream. Dumm. Gab es genau den auch in San Andreas? Ach, from Turkey. Hello and welcome to the stream. In case you speak English. However, this normally is a German language stream, so just in case you don't speak German, I'm sorry. But yeah, it's usually the case here, like always. Let's get going. But nevertheless, welcome. Thank you for stopping by. Ja, gut, Nico, man. Sure. Ja, ist gut. Dusche Gold, aha. Nah, complaining now. We don't have an uncle Bradshaw. Really? You know him? Yes, I. In spirit and love, you know? See it? Okay. They speak the truth, man. They know the way, man. That's wir sollten uns vielleicht mal markieren, wo wir hin müssen. Mal so. Ja, ja. Dann sehen wir nämlich auch, dass wir falsch sind. They play the best music, man. They play from the art, you know? Gut, dass ich ihm zugehört habe. Eher überhaupt nicht. Wobei, zuhören, das ist beim Little Jacob immer so ein kleines bisschen schwierig. Ich verstehe ihn halt nicht. Also ohne die Subtitles verstehe ich ihn nicht. Da könnt ihr mir ja dabei helfen. Ihr könnt ja die Subtitles einfach abschreiben im Chat. Da kann ich dann nochmal nachlesen. Das ist vielleicht eine Maßnahme. We seem to attract an international audience. The channel grows and grows, as it seems. Very nice. Yeah. Wir hatten schon mal internationales Publikum. Sag mal, GTA 3, ne? Das habe ich mich hier schon öfter gefragt. Das spielte doch auch hier, oder? Und der Fucker ist auch da. Herzlich willkommen im Stream. Ja, also mit D-Live funktioniert das auch mit dem Chat. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aha.
Ja, Sex hatten wir schon. Sex hatten wir gerade. Leider verpassten, ja. So. Hier, sind wir hier richtig? Ja, ja, ich glaube, das war hier diese komische Ecke, oder? Kann sein. Jedenfalls, genau, GTA 3, spielte das hier? Ich glaube schon, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, weil eine Stelle hier, das ist nicht so gut hier, die Wand verschieben zu wollen, eine Stelle hier, die kommt mir immer so bekannt vor, wenn ich da eine Brücke runterfahre, das kommt mir immer so vor, als wäre das die Stelle gewesen, wo GTA 3 angefangen hat. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob dem so ist, tatsächlich. So, hier, ja, das ist die Kaschemme, ich erinnere mich. Ja, 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 LB, alles klar, machen wir mal. So, am besten mit der Maus, wa? So, dann ziehen wir ihn einmal ab und dann ist auch wieder gut. Oder sollen wir ihn gewinnen lassen? Vielleicht kriegen wir nur dann die Knarren. Das kann natürlich auch sein. So, zu einfach. Jetzt spalten wir unseren Dart mit dem zweiten Dart. Ja, genau so. 120, perfekt. Und, ja, müssen wir eigentlich ein Double Out machen? Ich glaube schon, oder? Bin nicht ganz sicher. Gucken wir mal. Das war auch Liberty City, ne? Ich meine, ja. Vermutlich nicht die ganze City, so wie sie jetzt hier ist. Nehme ich mal an. Weil so mega groß ist die jetzt ja auch wieder nicht. 120 müssen wir machen. Wir könnten, weißt du was, wir machen erstmal die 1. Und dann machen wir... war das 20? Nee, das war ein Triple. Okay. Musst du ein Double oder das Bullseye treffen? Wir können... Was können wir denn machen? Wir können so machen. Ah, ist das ein Triple? Noch 30 Punkte, genau. Ach, das war schon der dritte Wurf. Achso, ich wollte jetzt noch ein Double 15 machen. Naja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Die Bar, ja, wir können uns hier gleich noch mal ein bisschen umgucken. So, jedenfalls, ich wollte die Double... Ist das die? Ist das die 15? Ich glaube schon, ne? Ja, boom. Du gewinnst. Yay! Sehr gut, sehr gut. So, erneut spielen. Nee, wir hören mal auf. Wir gucken uns hier ein kleines bisschen um hier. Da geht's nach Dublin. Ein Schritt. Ein Schritt weit bis Dublin. Na, ist hier so, das ist hier so ein richtiger Pub irgendwie. Was gibt's da alles? Ale, Stout, Whisky. Ja, und hier dieses merkwürdige Bild. Dieses viel zu große Bild. Was ist das? Ich bin mir nicht so sicher. Hä? Ach so, sind die unterschiedlich? Okay, dann vielleicht ist es auch nur Zufall, dass sie ähnlich aussehen. Kann sein. Dieses Bild, das irritiert mich jedenfalls. Ist mir schon mal aufgefallen. Galway, Blanis, Pipapo, da geht's ins Klo. Können wir denn, können wir hier reingucken? Nö, können wir leider nicht. Naja. Egal. Die Unordnung, unfassbar. Was ist denn hier passiert? Ach so, wir können die umschubsen. Dann, dann weiß ich, glaube ich, was da passiert ist. Nun gut, Pisswasser ist auch am Start. Sehr schön. Sehr schön. Ja gut, dann fahren wir ihn mal nach Hause. Gucken mal, ob wir einen Daumen nach oben kriegen. Und wo zum Teufel ist unsere Karre? Hey Mann, wo ist mein Auto? Ups, Entschuldigung. Oh, Little Jacob, wie konnte denn das passieren? Es tut mir sehr leid. Hier sind auch lauter Putana. Pisswasser. Lauter Poster. Passende Poster. Die wahrscheinlich wird hier gesponsert, weißt du? Der Pub wird gesponsert von denen. Ah, da, da, da. Kommt denn der? Ja, da kommt er. Da kommt der Junge. Schön. Na, schaffst du's? Yep. Mit Schwung, mit Elan. Ausgezeichnet. Kommen wir hier raus? Moment, Moment. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, guck mal. Funktioniert. Oh, hier ist keine Straße. Ah, so. Ach, weißt du was? Wir beeindrucken ihn mal noch ein bisschen. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kotzt er uns gleich ins Auto. Dann haben wir zumindest einen Grund, ein neues zu holen. Haha, Vorsicht. Mr. Polizist. Ah, ist gut. Siehste, sag ich doch. Oh, ja. Wir haben jetzt zwar die Ausfahrt verpasst, aber... Er fühlte sich, ja, beeindruckt. Mit unserem Speed.
Kleines bisschen Speed. Vielleicht können wir auch ein bisschen Speed von ihm kaufen. Dann können wir noch schneller Blödsinn machen. Das ist irgendwie ein komischer Radiosender, oder? Wenn wir hier mal vorbeifahren, zufällig, ich weiß nicht genau, wo das war, welche Brücke das war, dann sage ich hier, guck doch mal, das meine ich. Gut, Little Jacob, Daumen nach oben, alles gleich. Können wir denn jetzt vielleicht mal, können wir denn jetzt eventuell mal hier unsere Mission machen? Hier, Ray, Dingsbums, ne? Ach ja, ja, vielleicht im nächsten GTA. Was ist denn eigentlich mit dem nächsten GTA? Ich nehme doch mal schwer an, dass sie daran arbeiten, oder? Aber noch eher noch nichts von gehört, ne? Oder war da irgendwas auf der E3 oder so, was ich verpasst habe? Wahrscheinlich nicht. Das hätte ich wahrscheinlich über irgendwelche Ecken mitbekommen. Packy? Ja. Hey, Nico, it's Packy. How about we go drinking? Nein, nicht der nächste. Nee, komm, ich sag jetzt erstmal ja, dann sage ich wieder nein. Damit ich keinen Daumen nach unten kriege. Jetzt ist langsam mal gut. Jetzt ist langsam mal gut hier. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen Mission machen. Packy. Pläne abbrechen, alles klar. You're going to have to get messed up alone because I can't make it. Yeah. All right, man, if that's how you're playing it, we'll go another time if I don't cancel on you. Tut mir leid. Aber so läuft das halt. Wir müssen halt auch ein bisschen was fürs Geschäft tun. Ja, hier, ne, ich hätte echt gern noch eine, ja, noch eine Folge, noch eine Fortsetzung, wie auch immer, für Commute. Das ist not Commute. Hat mich jetzt gerade so dran erinnert, wo du das sagtest. Ja, das täte mir gut gefallen. Dann müssen wir unser eigenes Das not Commute coden. Wer, was ist denn heute los hier in Telefonaten? We need you. Now. Chopper is prepped and waiting off Bremer Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun on this one. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's chopper. He was last spotted in Varsity Heights. What? No civilian casualties. Oh. Ich glaube, unsere Pläne... Scheiße. Unsere Pläne wurden gerade abgebrochen. Kann es sein, dass die sich kennen? Das war nämlich der Paper. Und ich sag vorhin noch, der scheint irgendwie nicht gut auf den zu sprechen zu sein. Oh, was geschieht denn jetzt? Das ist interessant. Ja, das werden wir jetzt mal evaluieren. Gucken wir mal, wo uns das denn hinführt. Ich will dem Jacob nichts tun. Nee, es kann nicht sein. Der kommt später im Spiel auf jeden Fall noch vor. Oder haben wir irgendwie die Wahl? Ich vermute mal nicht. Wir werden sehen. Wir lassen uns mal überraschen. Aber ja, das war jetzt der Hard Override auf jeden Fall vom Spiel. Irgendwas will nicht... Oh, guck mal hier, Chinatown. Cool. Irgendwas will nicht, dass wir zum Ray kommen. Offenbar. Und was wäre, wenn wir jetzt hier Packy gesagt haben, hätten, dass wir ausgehen können? Ich hätte mir das tatsächlich abbrechen müssen. Weiß ich nicht. Jedenfalls... von allen Seiten, von allen Seiten. Das not commute. Tatsächlich. Gut, wir müssen hier ganz in den Norden. Genau, da ist noch... Oh! Das ist kein Crash. Ich habe wieder... ich habe wieder Synergy an. Moment, das repariere ich mal kurz. Synergy hat mich irgendwie wieder aus dem Spiel gekickt. Ah, ist ja ärgerlich. Hier, stopp einmal. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn Synergy läuft, dann werde ich bei GTA 4 aus irgendeinem Grund ab und zu mal rausgekickt. Und der Pointer, der war jetzt auf dem anderen Screen hier, auf dem Aufnahmerechner. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht emuliert das Spiel oder der Controller irgendwie die Taste, um Synergy zu aktivieren oder so. Ich weiß es nicht. Ah, wobei, ich hätte da noch so eine Vermutung. Wenn mein Pointer nämlich irgendwie ganz, ganz lange an einer Seite vom Screen ist, dann würde er auch switchen. Das ist so technische Gründe. Okay, Robert, vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis demnächst dann wieder. Schönen Abend dir auch. Und ja, den Rest, den siehst du dann auf YouTube, ne? Genau. Und alle anderen, an alle anderen könnt ihr dann natürlich auch gucken in noch besserer Qualität hinterher auf YouTube. Ich nehme das ja auch auf. Ich hoffe jedenfalls. Ja, das sieht so aus, als würde ich aufnehmen.
Jedenfalls bis demnächst, lieber Robert. So, ja, genau. Alles will mich davon abhalten, hier mit den Missionen weiterzukommen. Jacob, was machst du da? Oder hier, UL, irgendwas, Paper? Was machst du? Hoffentlich kein Blödsinn mit unserem Jungen da. Jetzt haben wir uns gerade noch einen Daumen nach oben verdient und dann sowas. Was ist das für ein Radiosender? Was ist das? Wir warten hier nochmal umschalten. So nicht. Das war Hupe offensichtlich. Ah, hier, so. Jo, vielleicht eher sowas. Wir sind andererseits auch gleich da, von daher lohnt jetzt nicht so hart. Okay. Wie sieht's denn eigentlich hier mit Packet Loss aus? Null. Null Packet Loss. Und das bei 4 Megabit. Ausgezeichnet. Alter, es freut mich so enorm, dass ich endlich wieder, ja, ohne Packet Loss streamen kann. Sogar zu Restream auf allen Plattformen. Ausgezeichnet. Sehr schön, dass das funktioniert hat mit dem Ersetzen der Fritzbox. Erstaunlich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe die echt nicht verdächtigt bis heute. Na, es war ja auch ziemlich auf Verdacht einfach mal die neue geholt, aber es funktioniert. Das Ergebnis spricht für sich. So, jetzt ein bisschen konzentrieren. Steig in den Heli ein. Also, können wir machen. Können wir probieren. Nehmen noch einen kleinen Schluck nebenbei. Yes, here's my man Nico. Hey, Jacob. Hi. Er ist da. So, was ist jetzt los? Folge dem Ziel und warte auf eine Gelegenheit, seinen Heli auszuschalten. Also. Yo, Nico, some serious firepower up in here. Rocket launcher. Nugget Launcher, sehr schön. Ah, so schön. Okay, also es ist nichts gegen Jacob, sondern wir müssen was mit dem Jacob. Ich bin gerade so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Aber gut, umso besser. Dann habe ich nichts dagegen. Vielleicht kann der Jacob ja das Geschütz bedienen, während wir fliegen. Folge dem Ziel, Herr Krypto, und lass ihn nicht entkommen. Okay, aber wir dürfen ruhig nah ran fliegen, oder? Ja, ist cool. Ich versuch's. Ach, der Heilige. Ja, das ist meine Befürchtung. So irgendwie? Ja, wow. Bin ein kleines bisschen angespannt, merkt man's? Was, Crash? Ich kann leider nicht lesen gerade. Lest doch bitte mal. Was? Ich verliere ihn? Nein! Shit, Jacob! Oh, gib Gas! Ihr müsst für mich lesen. Das nochmal wiederholen im Chat, bitte. So, ich kann leider nicht schneller so. Also, ist schon so ein bisschen behäbig, dieser Heli. Und ganz ehrlich, hier ist jetzt nicht ganz so einfach zwischen den Häusern. So viel habe ich nun auch wieder nicht geübt. Wo will er denn hin? Unter der Brücke oder was? Müssen wir dem jetzt da wirklich folgen? Oder hätte ich auch... Für Erfolg, ah. Das klingt irgendwie wie so ein Glückskeks. Noch 13 Mal unterqueren für Erfolg. Mhm. Der Helikopter auf gleiche Höhe, ja. Wow. Thumbnail. Ja, ich versuch's. Was, halte deinen Helikopter rechts, ja. Ich versuch's, Mann. Was soll ich noch alles machen? Ah.
I could have made that shot with my eyes closed. Fast. Sag doch sowas nicht, sonst müssen wir das gleich machen. Komm, jetzt perfekt. Ja. Sehr gut. Yes. Bookmark. Yeah. Schön. Da kommt ein Flugzeug. Alles klar, so jetzt nicht noch abstürzen, das wäre super, weil dann hat's echt gut geklappt. Muss ich schon sagen. Mhm. Das werden wir erstmal sehen. Oh, hier sind wir ja schon. Gut, gut, gut. Ach so, also das war auf jeden Fall anders, als ich erwartet habe. Ne? Das ist ja schön, wenn wir hier zusammenarbeiten können mit unserem Kumpel. Und er hat einen Raketenwerfer benutzt. Heißt das vielleicht für uns, dass wir den jetzt auch kriegen? Eventuell. Mal gucken. Ich weiß nicht genau, wofür wir ihn benutzen könnten, aber naja, mal schauen. Vorsicht. Reicht das? Ich glaube, das war ein bisschen doof. Ne? So, wir lassen uns einfach einen Moment Zeit. Hier, guck mal. Schön, perfekt. Klar, ich sehe. Sehen. Gut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir... Ich lasse den Heli hier stehen, würde ich sagen. Und dann gehen wir zum Ray, wa? So. So wird's gemacht. So macht er auch hier das. Kann ich ihn ausmachen? Er geht aus, alles klar. We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? Das merkt man wahrscheinlich schon, das stimmt schon. I appreciate your assistance, Pelik. You did a good thing today. Now it's my turn. I will try to find the man you're after. I will call when I have something. Gut. Jetzt ist er dran. Ja, das klingt gut. Klingt gut. Dann kriegen wir vielleicht den Kontakt zu wem auch immer, den wir hier suchen. Da war ja noch was, ne? Boah, wir könnten natürlich mal... Wollen wir sowas hier nehmen? Ist eigentlich nicht so meine Art Fahrzeug, aber egal. Können wir einfach mal testen. Hier will ich vorbeifahren. Können wir das denn jetzt endlich mal machen? Mein Gott! Mein Gott! Oh mein Gott! Was, wir müssen da entlang? Echt? Ach so, so ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen und dann unter der Brücke durch. Kann das sein? Kann das sein? Ja, mal gucken, was uns jetzt aufhält. Hier auf diesen 2 Metern bis zu unserem Ziel. Hier und dann no. Es war doch nicht sehr weit eigentlich. Genau. Vielleicht war die Karte auch einfach so weit rausgezoomt, dass es nur so aussah, dass es nicht so weit ist. Hier, genau. Hier ist, hier ist wieder Chinatown. Yeah. Go, Gold Jewelry. Aha. Das ist natürlich das Geschäft deines Vertrauens. Da möchte man so eine Kilo an Goldbarren hinbringen. Da wird man ganz sicher gut bedient. Er hat hier sich auch entsprechend ein kleines bisschen eingerichtet, wa? Wenn ich mich hier so umgucke. Ja, tatsächlich. Was? Granate können wir kaufen. Ah, so. Die gibt's ja auch noch. Das stimmt an sich. Ich glaube aber, 18 Granaten, das reicht auch ein bisschen, oder? Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja. Naja, jedenfalls. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte das. Einmal so. Und darüber hinaus weiß ich gar nicht, was ich wollte. Also, wir können natürlich mal gucken, ob wir jetzt den Raketenwerfer benutzen können. Ne? Das ist der Baseballschläger. Das ist auf jeden Fall... Ach, hier ist er, genau. Ne, bald verfügbar. Na gut. Von mir aus. Dann machen wir uns jetzt weiter auf den Weg zum Ray. Gut. Ich glaube, da muss ich gar nicht hier groß GPS anmachen, oder? Entschuldigung, da habe ich mal durch. Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön. Sehr lieb von euch. Ja, da ist er schon. Glaube ich. Ja. Sieht gut aus. Ja, dann mal gucken. Erstens, wer das nochmal genau war. Und zweitens, was er für uns hat. A long way to fall. Oh, table for one? We got a beautiful bacala salad. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Hey, Nikki! Ha ha! How you doing, kid? Fine. Hey! That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. Let's see how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you're kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. Ja, können wir uns schon mal freuen. Sozialwohnung in der Galveston. Okidoki, ist ein kleines bisschen weit weg. Müsste auch schon markiert sein, ne? Yep. Sieht so aus. Ah, da ist also der Weg. Ah, Ray, Nikki, das könnte nützlich sein. Halt nach diesem Typen Alonso Ausschau. Er ist einer von Benavides Gorillas. Er wird dir sagen, was du wissen musst, wenn du überzeugend bist. Aha. Der mit der 72. Aha. Gut. Können wir probieren. Der mit der 72. Mal schauen, ob der Ochi sich das merken kann für 2 Minuten. Ist nie so klar. Nie so klar. Die Musik geht mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen auf die Nüsse. Moment. Ja, alles gleichzeitig machen. Musik auswählen und fahren, lenken, kein Problem. Ja, so ungefähr. Ist so ein bisschen approximativ vielleicht. Aber egal. So. So ist schon ein bisschen besser. Entschuldigung. Das Auto sah gar nicht mal so schlecht aus. Hätte ich eigentlich ganz gern genommen, aber ne. Demnächst wieder. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe da gesehen, das Auto, das hatte so eine kleine Delle hinten. Hinten links. Habt ihr das auch gesehen? Von daher, ja. Vielleicht doch lieber nicht. Ja, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Wie immer natürlich in GTA, wenn ein Auto dieser Art irgendwo rumfährt, dann ist das nächste nicht weit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich gehe da. Ja, dafür muss er jetzt zahlen, dass er uns angestupst hat. Warum ist die Farben gerade so unfassbar grau? Das fällt mir gerade so hart auf. Wird das Wetter einfach schlecht oder... Sind das meine Augen? Das kann auch sein. Ist richtig grau in grau hier. Das hat wahrscheinlich diese Gegend hier an sich. Wobei, ne, hier waren wir schon öfter. Ist jetzt nicht so, dass das die neue Insel ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird uns schon schwarz vor Augen, weil das hier gleich brutal gefährlich wird oder so. Kann auch sein. Gut, wir sind voll aufgeladen. Das ist sehr... Das ist sehr... Entschuldigung. So. Finde Alonso mit Hilfe der SMS. Genau. Ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Ich glaube, ich habe ihn schon erspäht. Ja, ja, ja. Was? Westminster Tower. Ah ja, das sind tatsächlich ziemliche Tower. Gut, na dann. Fragen wir mal Mr. 72, was er uns zu sagen hat.
You know what department Teddy Benavidez is in? No sé, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Kannst auch mal einen auf die Fresse kriegen. Ach so. Vielleicht, was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht so. Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Ja, mal wieder so eine kleine Schießerei. Das wäre mal wieder was, warm. Apartment können wir probieren. War das hier, wo wir schon mal eine Schießerei hatten? Ich glaube nicht, oder? Es waren auch irgendwie so ähnliche Häuser. Auch so mehrstöckige, aber nicht ganz so hohe. Mit dem Lift kommst du bis in den 20. Stock. Aha. Gut, wir können uns ja erstmal ein kleines bisschen umgucken. Ja, hat jemand seinen Tag da gelassen? Mhm, Lift. Haben wir denn alternativ auch die Möglichkeit, über die Treppen zu gehen? Ich komme nur raus. Entschuldigung. Aber so richtig nicht, oder? Da. So, also wie gesagt, Lift könnten wir natürlich probieren. Da war jemand, der abgehauen ist. Soll ich mal just in case hier so mal eine unauffälligere Waffe in die Hand nehmen? Wir können es so probieren. Täte mich ein kleines bisschen interessieren. Kriegen wir dann ein Achievement oder so? 20. Stock ist andererseits auch so ein bisschen hart, ne? Und hier steht Out of Order, ist ja auch komisch. Weißt du was? Wir nehmen den Aufzug. Wenn ich jetzt wirklich 20 Etagen da hochlatschen soll, dann ja, vielleicht nicht. Hier steht die Tür sogar schon ein bisschen auf. Ja, ich sehe doch ganz genau, dass er schon da ist. Verarsch mich doch nicht. Yo, T-Dog, someone's coming up. Don't know how, but he knows where your apartment is. Hätte er ihn nicht gewarnt, wenn wir die Treppe genommen hätten? Hahaha. Also. Ja, scheiße, wie war das denn ja nochmal? Es war... Okay, ich dachte, es geht in die andere Richtung. Entschuldigung. So, wie war das denn so? Bewege dich vorsichtig. Ja, können wir machen. Wenn wir keinen Zeitdruck haben, dann bitte sehr. Das hat gesessen. Na, ist da jemand? Wo? Da. Wir haben schon wieder ziemlich viel verloren. Das ist ja unfassbar, wie schnell das geht. Ja, komm ran. Komm, zeig dich. Ich meine, jetzt müssen wir uns auch nicht mehr verstecken. Ich nehme mich mal die hier. Na komm. Feige Sau. Schieß dir die Waffe aus der Hand. Ja, war's das? Tja, da lang oder da lang? Wir können natürlich erstmal hier gucken. Ah, wir könnten ja auch mal reingucken. Boah, der viel abgezogen. Alter. Nein. Was gezockt wird, das ist GTA 4. Ja. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber ansonsten ganz normal Story. Standard. Und herzlich willkommen im Stream natürlich. Alter, hat der mir was abgezogen? Nein. Gut, wir müssen noch vorsichtiger sein. Ja. Habt ihr doch ganz genau gesehen? In den Popo. Ja. Was war das denn? Ja, take du mal Cover. Ich mach mal. Schießt um die Ecke. Ja. Boah, mit dem letzten Schuss. Nein. Ja, ich warte. Ich habe Zeit. Kein Problem. Gut, ich fürchte... wir müssen weiter nach oben. Genau. Da ist der Weihnachtsmann. Aha. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die Submachine Gun... Die hier, die fällt mir fast besser. Die ist schneller. Health brauchen wir tatsächlich noch nicht. Ich frag mich echt, ob die nicht gewarnt worden wären, hätten wir den manuellen Weg genommen, ne? Naja.
könnten theoretisch auf dem Weg nach unten mal gucken, ob das funktioniert, aber egal. Also ob man generell da durchkommt. Das Treppenhaus. Na, das war doch ein Kopfschuss. Hätte doch funktionieren müssen eigentlich. Eigentlich. Links oder rechts, links oder rechts. Da stehen überall die Türen offen. Aha. Könnte auch eine Nate hinwerfen, ne? Könnte man machen. Egal. Wow, 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 wow. Sportlicher Typ. Hallöchen. Ja. Ah, ich mag das. Ah. Ah. Ja. Alles klar. Alles klar. Heißt ja erstmal eine große Fresse. Und dann hier rumquietschen. Wie a little girl. A little girl. Ja, komm ran. Ja. Ja, das ist unfair. Gut, könnte ich auch machen, theoretisch. Wenn ich mal ein bisschen in Deckung gehen würde. Aber das wäre... Oh, das wäre wär ja langweilig. Be a very afraid. Nix. Nix mehr. Moment. Kurz. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, noch weiter nach oben. Health haben wir immer noch. Das ist eigentlich ganz geil. Am Anfang haben die uns halt ein bisschen Aua gemacht. Ah, da ist hier jemand. Ein bisschen Aua gemacht, aber dann ging's. Headshot ist auf jeden Fall sehr effektiv hier. Didum, didum. Hi. Ah, wie weit geht's noch nach oben? Da ist der Punkt. Der Pfeil markiert den Ort. Na dann, schauen wir mal. Ich gucke mich hier erstmal ein kleines bisschen um. Der Nachfolger von Tacoma. Das weiß ich nicht, aber täte mich auf jeden Fall sehr interessieren. Tacoma hat mir ganz gut gefallen. Hast du da irgendwas drüber gehört oder nicht so? Also ich hab da nicht die News, ehrlich gesagt. Wenn es da News gibt, habe ich sie nicht mitbekommen. Aber das wäre, ja, das wäre wahrscheinlich... Oh, da ist ja noch jemand. Das wäre wahrscheinlich so ein Spiel, das Robert und ich wieder zocken könnten. Durchsuch das Apartment. Können wir machen. Kurz nachladen. Und Vorsicht. Hi. Guten Tag. Ich hätte auch einfach eine große Nate reinwerfen können. Entschuldigung. Musste sein. Ich wollte nur sicher gehen. Ah, siehst du, genau deswegen. Habe ich ihn echt erwischt? Es war einmal so ins Blaue geschossen einfach. Gut, 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 gut. Können wir die Vase zerschießen? Das ist die wichtige Frage. Nicht? Was? Na, ist es denn? Bleibst du jetzt mal liegen? Also, ganz ehrlich. Heieiei. Hallöchen, Nervak. Oder Nervak. Oder wie auch immer. Herzlich willkommen. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich alles gemaxt, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber im Wesentlichen alles relativ hochgestellt. Ich meine, hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? Das Spiel. Ich weiß auch gar nicht, wie das auf Konsolen ist, ob man da groß was einstellen kann, weil das ist hier die PC-Version, ne? Falls ihr euch fragt. Ansonsten ist da ist keine Mod drauf oder irgendwie sowas. Also irgendwie Shader-Mod oder so. Einfach Standard ein kleines bisschen hochgestellt. Wenn du Bock hast, können wir gleich irgendwie im Folgen-Cut, in der Folgenpause, mal durchgucken, was da so eingestellt ist. So, und? Was ist hier? Auf jeden Fall gibt es da ein bisschen Health. Können wir nehmen. Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ach so für mich? Gute Frage. Moment, irgendwas passiert? Au! Too slow, Mama. Erledige, ja, machen wir. Schnell, schnell, schnell. Keine Müdigkeit vorschützen. Er geht noch weiter nach oben. Ja. Ist das hier richtig? Weg. Wir müssen weiter. Entschuldigung.
Nein, 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 nein. So, ja, 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 ja. Das war effizient. Wo ist er? Wo ist er? Muss doch hier ganz in der Nähe sein. Hallo? Dumm-di-dumm-di-dumm. Huch! Ich meine, ups! Au, was? Tut mir ja leid. Ah. Ah, schön. Haben wir es geschafft? Ah, sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ich schon ein Spiel im Auge hätte jetzt, das wie Tacoma ist, aber was ich als nächstes mal generell spielen wollte, war Franbow. Das gab es jetzt sehr günstig. Wieder. Habe ich mir das jetzt mal geholt. Das wollte ich mal spielen, vor allem auch in Vorbereitung von dem nächsten Spiel, das da kommt hier, Little Miss Fortune. Habe ich die Demo mal gesehen bei Gronkh. Und ja, da hätte ich schon Bock drauf. Einmal Franbow. Könnte man eigentlich mal machen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Mhm. Auf jeden Fall. Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. So ein internationales Publikum heute, unfassbar. So, Little Jacob, einmal Daumen nach oben, sehr schön. Gut. Ich würde sagen, auch so im Hinblick auf die Uhr, wir könnten uns noch mal kurz heilen. Könnten vielleicht noch eine Sache machen. Cool, Star, du bist ein echtes Fliegerass. Ach so, deswegen noch. Hm. Wir beide sollten irgendwann mal nach Jamaika fliegen. Okay, können wir machen. Easy. Schön. Und ich wollte ja eigentlich zum Raid. Das war doch so irgendwie die Idee, oder? Beziehungsweise jetzt ja wieder Raid. Das war doch jetzt eine Raid-Mission, oder? Wir hatten das jetzt ja letztendlich geschafft. Richtig, richtig. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren einmal hier vorbei, wir fahren einmal da vorbei. Von mir aus machen wir da noch eine Mission, wenn sich nicht irgendwas anderes ergibt noch unterwegs. Und dann machen wir vielleicht auch mal wieder ein Päuschen für heute. Mir ist so warm einfach. Ist zu krass einfach. Da habe ich wieder zumindest zwei Folgen aufgenommen heute. Naja. Muss dann halt wieder reichen. Ansonsten, was könnte man noch so zocken? Ich hatte da irgendwie noch ein paar Spiele auf der Liste. Ich müsste echt mal wieder was in VR machen. Das habe ich schon so lange gesagt. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, was, ehrlich gesagt. Ich meine, Vivecraft habe ich auch irgendwie nie zu Ende gespielt. Da wollte ich ja eigentlich hier mit Mistcraft und so Sachen machen. Ja, auch ewig nicht mehr angefasst. Ich wollte ewig schon so einen komischen Emulator-Simulator, so ein Retro-Simulator in VR ausprobieren, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber jetzt ist es jetzt sowieso zu warm dafür, ne? Ist VR ja noch schlimmer. Niki, wir wollen, was? Wir wollen dich im Auge behalten, der Nähe haben. Ab jetzt wirst du ein Apartment in Alderney wohnen, was? Mach dir keine Sorgen, dass dein Cousin jetzt alleine schläft, ihm wird nichts passieren. Also? Was hier nicht so alles passiert, na dann müssen wir auch bei Zeiten mal da vorbei gucken. Ja, ansonsten, Merlin, hast du denn einen Tipp vielleicht, was man mal spielen könnte? Hast du einen Wunsch? Kannst du ja mal äußern, ob wir den dann tatsächlich, ob wir das tatsächlich durchziehen, weiß ich noch nicht. Aber, wer weiß. Hast du denn generell irgendwie sowas wie Tacoma im Auge? Weil das gefällt mir prinzipiell ganz gut. Jetzt ruft Kate an, was ist denn jetzt los? Mit der Kate, ich sage erstmal ja, dann sage ich gleich nee, weil wir haben was anderes zu tun. Immer irgendwas zu tun, Wahnsinn. Kate. Hm? Ja, also generell so Spiele dieser Art gefallen mir eigentlich sehr gut. Von daher hätte ich nichts dagegen, gegen Tipps in die Richtung. Irgendwie so ein Storytelling-Game. Wäre mal wieder was. Im Moment läuft ja außerdem noch Half-Life, das muss ich auch mal weiterspielen. Dann haben wir auch noch Half-Life 2 zu tun und so weiter, aber das sind halt alles so Ballerspiele. Das kann ich auch nicht nur spielen. Wozu mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was so ruhigeres vielleicht auch. Ist auch ganz gut. Was? Hat er das gesagt oder waren wir das?
Wenn wir das gesagt haben, ist okay. Wenn er das gesagt hat, huiuiui, dann nicht so. Gib mir dein Essen. Das ist mein Wunsch. So, haben wir das gemacht. Veggie Wings, was? Das geht ja gar nicht. Das gibt uns nicht die nötige Energie. Wie aggressiv der Nico heute drauf ist. Was ist denn los? Das ist bestimmt sein Rocker-Outfit. Mhm. Das kann sein. So, dann noch einmal hier. Für eine neue Weste. Und dann, dann vielleicht noch zum Ray. Machen wir noch eine Ray-Mission. Dann ist erstmal wieder gut. Brucey, was möchtest du denn jetzt noch? He don't want you to give it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I was just telling him how, you know, you can make things happen. He's gonna be in touch with you about some cars he needs found, if you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff, if the price is right. Give him my number. Fuck, man, you are the boy. I'll call Stevie. Ich musste natürlich gerade lesen. Okay, seine Nummer, ja, da haben wir noch einen Kontakt. Wie gesagt, sehr international heute. Ich muss nachher mal gucken, was da eigentlich die ganze Zeit geschrieben wird, weil ich habe keine Ahnung. Das könnte ein bisschen problematisch sein. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit dem Chat. Meine, vielleicht sind das ja auch ganz nette Sachen, die da geschrieben werden. Ich weiß es nur nicht. Das ist das Problem. Yeah, mach mal keine Scherze. Mach hier mal keine Witze. Sonst hast du dann hinterher. Gut. Maybe I should stream in English, you know. Get a bigger audience. Or at least potentially. Nobody out there is speaking German now anyway. I can just as well stream in English. Ja. Keine Ahnung. Hier, wo sind die Deutschsprachigen unter euch da draußen? Müsst ihr euch auch mal melden. Vielleicht kann man ja auch irgendwie eine Simultanübersetzung ein... Ist es denn jetzt immer gut mit dem scheiß Handy? Da haben wir das mit den Knarren. Ausgezeichnet, der Plan geht auf. Ja, schön, schön, schön. Sehr, sehr gut. Na, jedenfalls, vielleicht kann man ja irgendwie Simultanübersetzungen aktivieren, weißt du? Früher oder später, es wird kommen. Ich glaube, so ein Google, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die sowas machen. Auf jeden. Was sind für schöne, bunte Uhren hier? Ach so, es ist irgendwie italienische Gegend hier, wa? Stevie, müssen wir gleich gucken. Erstmal Taking in the Trash. Hey, Nico. Ray. Take a seat. Thank you. So, you took care of that thing. Yes. I appreciate that. Hey, now, I look after my friends. I got a lot of friends, important friends. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine, more or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. You've been what? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Wie Nico da einfach gar nicht hingucken kann. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, I need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice in it. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys, good guys, friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Hey, Sugar. Come here. Oh, this'll be over soon. You gotta stop me smoking this stuff, Ray. Hey, I'm hey, hey. Killing myself. Ui, ui, ui. Okay.
Okay, Müll rausbringen, reinbringen, wie auch immer, alles klar. Ja, boah, Summer Sale, ne? Muss ich mir sowieso. Oh, da ist ja schon um die Ecke hier. Muss ich mir unbedingt sowieso mal angucken. Portal habe ich an sich schon mal gespielt. Teil 2 auch, soweit ich mich entsinne. Allerdings nicht aufgenommen. Schon ganz lange her. Könnte ich eigentlich mal wieder machen. Warum eigentlich nicht? In VR habe ich das mal gespielt. Aufgenommen auch, aber das ist schon so eine der ersten Aufnahmen. Noch ein bisschen low. Also dieses Portal Stories, das ist so ein bisschen so ein Portal-Abklatsch für VR. Entschuldigung, ich labere euch hier voll ins Wort. Alles gut? Alles gut. Ja. Ja, jedenfalls, genau, könnten wir an sich mal machen. Das normale Portal habe ich noch nicht aufgenommen. Und das in VR, das war auch ganz witzig an sich. Es war aber ein Portal ohne Portale. Ganz merkwürdig, klingt komisch, ist aber so. Die Qualität von der Aufnahme damals, die war noch ein bisschen, unterste Schublade. Eines der ersten Spiele, die ich aufgenommen habe. Johnny kann sein, ja. Ich habe hier den einen Müllmann eben schon so klonk gesehen da in der Laterne hängen bei der Kurvenfahrt. Oh je. Haltet euch mal besser fest und haltet die Köpfe besser innen. Nicht zu weit nach außen gehen. So, einmal hier. Professionell. Gut. Warte hier, genau. Kann ich jetzt eigentlich nach der Message gucken? Ja. Brucey hat mir deine Nummer gegeben. Ah, so. Ach so, ja, sofort. Moment, jetzt kann ich gerade nicht, weil ich aufs Handy gucke. Das ist ja blöd. So, ja. Du musst. Ach, da steht's ja auch. Zuerst dein Telefon wieder einstecken. Entschuldigung. Verstehe. Vielleicht habe ich das sogar in Steam schon. Ich muss mal nachgucken. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mal schauen. Die Half-Life-Folgen, die Teile, die habe ich auf jeden Fall schon. Alter, nicht Spam. This ain't the easiest way to pick this shit up. Even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tuna were saying that before you got here. We were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The bank could split, the diamonds could go missing real easy. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Natürlich nicht. You know, this Ray would get if he found out some diamonds were missing. He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out on profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his screams stopped, and all you could hear was his bones crushing and the pop of his skull going. I nearly lost my lunch. Nice. Klingt nicht so appetitlich. In der Tat, ich park wieder professionell. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, diesmal ohne Handy. Läuft. Können wir die Musik ändern? Ja. Mach ich ja schon. Ganz ruhig bleiben, alles wird gut. Ja, mach ich wieder den. Meine Standardwahl, wir können auch mal irgendwas anderes machen. Massive B wär's. Oh. Kommst du? Ist vielleicht nicht das Richtige. Was geschieht? Ich bin einfach so hart bei der Sache. Einfach so hart focused. Aha. Oh, das ist jetzt ja gar nicht so gut. Das ist jetzt genau das richtige Fahrzeug. Übergabeort, ja, an sich schon.
So, die kümmern sich darum. Kein Problem. Wir haben die guten Kollegen dabei. Das ist genau das. You're just gonna have to do your best, ain't ya? We're not losing this ice. I'm not having Ray cut my balls off, because you don't think this truck's fast enough. I didn't say it was impossible. Oh Mann. Ja, zumindest können wir hier ein bisschen die Kollegen von der Straße rammen. Das geht. Das geht also, ich kann ein bisschen helfen. Ja, es geht aber. Lenkt der hinten auch ein? Nee, ne? Ich glaub nicht. Nicht. Ich versuch's ja. Und tatsächlich habe ich mich auch noch nie mit Moderation von dem Chat. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen. Yeah. Ich habe mich noch nie so wirklich mit Moderation von den Chats beschäftigt. Wie ich das gerade so sehe, müsste ich das eventuell mal machen. Ist das hier richtig? Nee, da müssen wir. Ich müsste mal irgendwie das, weiß ich nicht, irgendwie so einrichten, dass ich hier die verschiedenen Plattformen habe. Wo ich auch mal Leute ein bisschen zurechtweisen kann. Nächste. Das ist im Moment nicht der Fall. Das darf man gar nicht sagen, aber... How'd they find us? I thought Satisfactory, that we went this trouble so no one would know. I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tono will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Satisfactory. Ist, glaube ich, nicht so meins. Ich kenne auch noch jemanden, der mich immer wieder zu Factorio bringen will. Ne? Irgendwie ähnlich, nur 2D. Irgendwie, es weiß ich, es packt mich nicht so, ne? Ist, glaube ich, nicht so meins. I don't know, Ray. You don't trust them? Then weigh the ice. And catch you around. Gut. So, wir nehmen uns noch ein schönes Auto. Und wenn ich dann so auf die Uhr gucke, ist ja wieder schon eine Stundenfolge. Dann machen wir vielleicht für heute mal ein kleines Päuschen, oder? Wie wäre es? Dann kann ich vielleicht noch schneiden und rendern und pipapo. Dann sind die Folgen für demnächst dann auch wieder am Start. Entschuldigung. So, lassen wir den anderen noch aussteigen. Na dann, hau mal rein. Ach, der macht uns sogar die Tür zu, das ist ja schön. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher, ob ich da wirklich Späßchen dran hätte. Ich habe auch mal, hier apropos Aufbauspiel und so, ich habe mal, wie hieß es, hier SimCity-artiges Spiel. Wurde letztens im Chat noch drüber geredet. City Skylines. Habe ich auch vor ganz, ganz langer Zeit wirklich auch eines der ersten Spiele, das ich aufgenommen habe, habe ich mal angefangen. Und das ist eines der ganz wenigen Spiele, die ich einfach habe im Sande verlaufen lassen, oder Let's Plays, die ich habe im Sande verlaufen lassen, weil es mir irgendwie nicht so richtig gepasst hat, ne? Also einerseits in der Aufnahme, andererseits auch für mich so persönlich zum Spielen, es ist einfach nicht so mein Genre, glaube ich. Naja, gut. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal ein kleines Päuschen. Im Stream sage ich gleich noch Tschüss. Aber in der Aufnahme sage ich jetzt schon einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und Tschüss.